Hier spricht wieder Ustra und ihr seht wieder Back to Nature an einem regnerischen Tag und ich bin nicht alleine hier. Ich habe natürlich wieder Mio dabei. Hi. Hi. Oh, diesmal ein Skript gehalten. Hallo Hundi. Ja. Oha. Was ist hier? Oha. Das hast du mir aber dazwischen gequatscht, wenn ich noch am Hallo sagen war. Das tut mir wirklich leid. Oh, hier ist wieder Sonne auf unserem super HD-Fernseher, wo immer Blondie uns da die Ansagen macht. Es ist 6 Uhr morgens. Ich habe jetzt gelesen, ich habe mich nochmal drüber schlau gemacht. Fernab vom Let's Play, dass man doch schon theoretisch die Angel bekommen kann. Schon theoretisch. Schon theoretisch und das Ganze. Aber das geht nur, jetzt wäre ich wieder fast losgelaufen. Das geht trotzdem nur und zwar am Wochenende kriegt man die Angel. Ach so, okay. Wusste ich auch nicht, aber so steht es zumindest im Netz. Ja, ist die Frage, Eier verkaufen oder Eier an Pupuri geben, weil wir haben ja jetzt den Auftrag über Fräulein, hallo Huhn, erstmal, guten Morgen. ja. Wir haben einen weiteren Kommentar gekriegt, dass wir uns doch eher um Pupuri kümmern sollen. Und da wir die letzte Mal mit Unkraut beschämt haben, also was heißt Unkraut, nicht mit diesem blauen Kraut, was nicht mal Unkraut kannst du ja sogar schenken, das mag die sogar. Das glaube ich nicht. Doch, habe ich im Internet noch gelesen. Also Unkraut kann man ihr schenken, aber blaues Kraut findet sie eklig. Ja, okay. Gräser findet sie blöd. Gut. Ich meine, sie ist eine Hühnerfee. Sie ist so eine Allergikerin, wer weiß das schon. Ja, aber sie ist eine Hühnerfee, sie sollte das aushalten. Wir müssen uns unbedingt um unser Feld kümmern, das sieht aus wie... Meisenschild. Ja. Genau das. Du sagst es. So, erstmal sammeln gehen, oder? Ja, ich will dir so ein bisschen diesen Kleinkram hier sammeln. Also ein paar Bambussprossen und blaue Kräuter. Obwohl, die blauen Kräuter weiß ich einfach nicht, weil irgendwie ist der eine Wichtel so ein bisschen undankbar. Ja, ich meine, er kriegt nicht mal ein Herz, egal wie viel blaues Kraut du ihm schenkst. Tja. Und er sagt auch nichts dazu, wie, ich mag's auch nicht. Oder, es gefällt mir nicht. Ich will was anderes, gib mir mehr. Tja. Ei, das behalten wir. Das Problem ist, hier kann man nichts aus der Versandbox holen. Dann haben wir noch eine Sprosse, theoretisch, und einmal blaues Kraut. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal weiter nach hinten und hol mir lecker diese weißen Blümchen, die mochte die Popole doch extrem, ja, Mondo. Und deswegen holen wir uns davon noch zwei und dann geben wir das alles. Ei dann nicht verkaufen? Nee, das geben wir auch. Alles. Ich dachte immer, man kann einer nur ein Geschenk geben. Deswegen. Nee, hier nicht. Okay. Bei neueren Teilen soll das ja so sein, oder? Ja. Sehr schade. Ja, aber da ich leider keinen Videogräber habe, sonst würde ich ja sagen, wir machen Heaven's Moon einen anderen Teil und nicht diesen etwas älteren, obwohl ich den trotzdem charmant finde. Ist er, ja. So, also Blumen zu Pupuri. Und natürlich vernachlässigen wir Ellie auch nicht, aber sie wird nicht so reich geschenkt. Steht dann ein bisschen hinten an. Ja. Das mache ich jetzt so. Damit sich die Votes für Ellie natürlich nicht in Wohlgefallen auflösen. Genau wie die Votes auf die Kuh. Die Kuh wird natürlich das nächste Nutztier werden. Ich meine, ich habe ja eh nicht ganz so viel Auswahl. Das wäre nur noch Schaf und Kuh. Ja, das stimmt. Aber trotzdem machen wir das. Blaues Kraut liegt überall herum. Ja. Wir haben ja heute ein bisschen Zeit, das rechnet ja ein Glück. Ja. Das, was wir auch noch machen müssen, ist halt mit mehr Leuten hier uns anfreunden einfach. Ja, nachher interagieren halt. Und schmeißen die uns nämlich nach 3 Jahren aus dem Dorf raus und dann nehme ich keinen Bock auf. Und hallo, Pupuri. Dankeschön, das gefällt mir sehr. Ich weiß. Trotzdem kein großes Herz. Wow, danke dir. Wie wär's mal, wenn dein Herz aufgeht? Dankeschön. Hallo, Rick. Ich mag jeden im Dorf, außer Kai. Der kommt den Sommer über, macht jeden verrückt und dann geht er wieder. Ja, das finde ich auch scheiße. Den mögen ja alle nicht aus dem Dorf. Echt? Oh, wir haben es geschafft. Hallöchen. Tatsächlich. Ah, jetzt komme ich erstmal von da. Ah! Seufz, wie langweilig. Ich erwäge, das Dorf eines Tages zu verlassen. Du solltest hier bleiben? Nein, nein. Gut zureden.
Meinst du, ich träume doch bloß so vor mich hin? Ich glaube, ich möchte einfach nur meinen Vater sehen. Oh, ich muss meiner Mutter helfen. Bis bald. Ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, nee, bleib mal hier, dann spreche ich ja genauso wie die alle anderen. Und dann so, hilft dir das natürlich nicht, ne? Jetzt hat sie auch bestimmt einen anderen Text. Echt? Gefällt dir die Farmarbeit? Ich finde sie langweilig. Ich glaube, ich sollte sie doch nicht heiraten. Doch. Nee, das ist eine wunderschöne Hausfrau. Unsympathisch finde ich das. Aber sie lächelt doch immer. Ich will Farmer werden. Für mein Leben gerne möchte ich Farmer werden. Und sie sagt, Farmarbeit ist voll scheiße. Naja, und Ellie sagt, arbeitet in einem Krankenhaus. Die hat auch nichts mit Farmarbeit am Huhn. Am Huhn passt doch. Am Huhn. So, und für Ellie gibt's auch nochmal zwei Blümchen. Das ist Popori verwirrt mich schon. Ich denke nur noch an Hühner. Ja, das wird schon besser. Aber auf jeden Fall mag sie uns jetzt. Das ist schon mal was. Ja, so wie Ellie. Ellie mochte uns eher. Ja, aber Ellie ist einfach zu beeindrucken, habe ich gelesen. Ich habe mir das alles nochmal angeguckt mit den Weibern. Die seht ihr ja hinterher nochmal in der Übersicht. Diesmal blende ich sie auch mit ein. Das habe ich letzte Mal Folge nicht gemacht. Lag aber auch zum Teil daran, weil einfach nichts Neues kam. Und ich unnützerweise nicht die Nummer einbinden wollte, weil sich nichts verändert hat. Aber es kommt diesmal wieder. Dann seht ihr ein bisschen mehr, wo wer steht, was wir machen. Und ich blende auch, glaube ich, für nächste Mal, jetzt vielleicht noch nicht jetzt ein, was wir dann schon mal im Sommer anpflanzen sollen. Weil für den Frühling macht es jetzt keinen großen Sinn mehr. Weil ich jetzt schon was gepflanzt habe. Ja. Aber wenn euch doch noch was einfällt, was ihr gerne sehen wollt. Wir haben ja noch ein Jahr. Ja, noch zwei Jahre mindestens. Heute ist ein Montag, dann ist sie ja auch da. Im Hospiz. Die Ellie. Ich hab gehört, da kann man auch so Tränke kaufen angeblich, aber... Echt? Ja, anscheinend. Ja, dann geh doch mal nach vorne an die Kasse. Danke dir, juhu. Aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Jeden. Nehmen wir Ich meine, du flirtest mit zweien jetzt. Ich glaub egal. Nicht, das muss ich wiederholen. Nein, nein, nein. Oh, Ostra, was ist denn los? Farmarbeit ist hart, nicht? Man braucht viel Kraft. Oh ja! Guck an, wie stark ich bin! Achso, ne, da, hier ist dasselbe in grün. Okay, dann gehen wir mal zum Doc-Doc. Tja. Hallo, Onkel Doc-Doc. Na, warum sind wir denn heute hier? Hey, können wir Medizin kaufen? Welche Medizin möchtest du? Körperstärken? Geiststärken? Körperstärken möchte stark werden. Ich möchte erstmal gucken, aber was das ist. Das kostet viel zu viel. Körperstärken ist ein Stärkungsmittel, das du trinken solltest, wenn dein Körper schwach ist. Das kostet 500 pro Flasche. Trinke es, wenn du während der Arbeit außer Atem gerätst. Und das andere, was soll das sein? Geiststärken ist ein Stärkungsmittel, das du trinken solltest, wenn du müde bist. Wenn du im Spiegel blass aussiehst. Aha, trink es, wenn du im Spiegel blass aussiehst. Ich möchte gar nichts. Ich hab nicht mal einen Spiegel in meinem Haus. Woher soll ich das denn wissen? Naja, du kennst dein Körper besser als irgendjemand sonst. Dennoch ist es gut, sich manchmal gründlich untersuchen zu lassen. Denn gibt es mal ein Problem geben, können wir sofort darauf reagieren. Komm regelmäßig vorbei. Das war jetzt aber ganz komisch. Ich will Geld haben. Ja, wir haben nur 500 haben wir noch. Ja, wir haben ja das Huhn gekauft. Wie viel Fütterchen haben wir noch für das Huhn? 6. Okay. Da ist das New Huhn. Das hat ein Herz. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob ich mir für 500 sich nochmal ein bisschen Gratz kaufe. Hm. Rucksack ist leer. Hm. Haben wir einen Hammer nicht dabei, sonst könnten wir jetzt ein bisschen auf der Farm Steine schlagen. Aber ich flüge jetzt erstmal weiter und reiße ein bisschen Unkraut raus. Das mache ich aber mit der Sichel. Den Hammer kannst du ja wiederholen, das ist ja... Ja, aber ich weiß nie so genau, weißt du, bringt mir das jetzt viel oder wenig? Ja. Ich würde ja gerne die Bürste kaufen. Für 800. Wow, Alter Mann. Der alte Mann läuft weg. Wie steht's auf der Farm? Sind die Kühe und die Hühner auch ordentlich im Stall untergebracht? Ja, es regnet. Aber über das Pferd möchte er sich nicht unterhalten. Nein. Wir haben es von ihm, aber interessiert ihn. Er wollte das ja loswerden. Ja, ja. Aber wegen Mai oder so, dachte ich. Nö. Ich weiß ja nicht, ob das eine Enkelin ist oder sowas. Haben die doch gesagt gehabt, oder nicht? Hm. Normalerweise müsste Won auch im Gasthaus sein, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Won? Na, dieser Chinese. Ach ja.
Der andere Händler, der kann dir dann Blumensaaten zu verkaufen. Das finde ich schon sehr geil, weil Blumen anpflanzen ist auch ganz cool. Sieht auch nett aus, vor allen Dingen. Ein Blumenbeetchen. Mhm. Würde ich gerne machen. Ist das teuer? Nö. Sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das mit den Blumen ist. Ich glaube, die halten aber dann 3 Monate. Also die halten sozusagen bis auf Winter immer. Außer wenn ich sie natürlich flücke, dann sind natürlich weg. Meine ich. Also nicht nachwachsen. Die sind nicht nachwachsen, meine ich, ja. Das Gute ist halt, dass es regnet. Hake. Ich hake mir mal einen ab. Manchmal findet man ja Geld auf irgendwelchen unempfindlichen Wege. Hat ja mein Großvater hier Geld im Hof versteckt. Ich finde es schade, der hat keine Ausdaueranzeige, ne? Nee, der hat keine. Na ja, so, doch, klar, hat er ja. Aber ich darf nicht so viel arbeiten, das ist ja leicht. Ja, nicht lass. Wirklich, weil, ich meine, irgendwann reibt sie sich ja den Schweiß von der Stirn, aber. Ja, genau. Aber wirklich eine Ausdaueranzeige, dass sie sagen können, dass es so weit lass es gar nicht kommen, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Ist aber auch ein bisschen, was, dafür ist es halt ein bisschen älter, das Spiel, ne? Ja. Gibt's solche neuen Sachen, gibt's da halt nicht. Wollt mal im Reingehen doch mal den Hammer holen, hast schon recht. Immer diese anspruchsvollen Leute, ich weiß. Hast schon recht, dann tue ich aber die Axt mal weg, weil die brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, wir haben kaum noch Holz und wenn nur Stümpfe, die können wir noch nicht weghacken. Ich würde ja auch in die Mine gehen und mir schon mal die Axt verbessern lassen. Warum nimmst du die Gießkanne mit? Weil es morgen nicht mehr regnet. Dann habe ich die schon mal dabei. Jetzt vergesse ich das dann wieder, dann muss ich wieder rein. Ah, großer Stecker Mann, hallo! Also, läuft der Transport eurer Zeugnisse gut? Weiter so, was heißt eurer? Ich bin alleine. Hm. Entschuldigung. Ich nehme die Zeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Ja, der wohnt übrigens am Strand. Hat mir ja letztes Mal rausgefunden. Ja, das war komisch. Ich dachte, der wohnt eher im Wald oder so. Das ist ein Waldmensch. Leider habe ich nichts mehr, was ich den Dorfbewohnern schenken könnte im Gasthaus. Ich würde sagen, okay, ich gehe mal ins Gasthaus und beschenke die Leute mal ein bisschen. Um mich mit denen etwas besser zu verständigen, zu verstehen. Eigentlich habe ich gesagt, wir behalten die Steine. Damit wir uns ein bisschen ein paar Beete legen können. Aber das können wir auch mit Holz machen. 6 Uhr abends. Hm. Ach, wir haben sogar noch Holz. Gut, aber das Feld ist ja noch ein bisschen, ne? Arbeite nicht zu viel. Wenn du mal hier guckst. Ja. Das ist natürlich noch riesig. Gut, also Holz haben wir noch ohne Ende, das mache ich dann eventuell morgen. Am morgigen Tag. Arbeite doch nie viel, weißt du doch. Chill mir mal einen ab. Das sieht aus wie so ein kleines Grasbeet. Ja, ich würde ja gerne wirklich Gras pflanzen auch. Dafür brauchen wir Grassaaten. Ja, und die sind extremst teuer. Dafür aber auch ganzjährig. So, so. Ordentliches Feld. Ah, wir gehen ins Bett. Das war nicht gut. Achso, der hat Geld abgeholt. Wie viel gibt's denn? Jetzt haben wir 1000 und ich könnte mir morgen die Bürste kaufen für unser Pferdchen, damit es dem gut geht. Ja, hast du mit dem Pferd überhaupt heute geredet? Ja. Oder wir kaufen uns keinen Mitspeicher natürlich. Oder wir kaufen uns keine Bürste und wir. Was war da noch? Ja, wir könnten theoretisch ein Werkzeug auf Stufe 2 aufrüsten. Dann müssen wir aber, glaube ich, 3 Tage auf dieses Werkzeug verzichten. Ja. Das könnte ich im Moment nur mit Axt oder so machen. Theoretisch auch mit der Hake, weil. Ja, aber okay, das ist ja nicht so. Gehakt hast du jetzt, aber Gießkanne oder so ist nicht zu empfehlen, weil dann kann ich einfach gar nichts gießen und dann hat sich das erledigt. Ja. Aber das wäre ja wieder eine Aufgabe dann für Kommentare zu sagen oder. Rüste das mal auf, kauf mal dies. Ich habe verschlafen. 8 Uhr morgens geht eigentlich noch. Ja, genau. Nimm mal das oder rüste mal das aus. Oder aus. Bessere das auf. Genau, das wollten wir sagen. Komm, Undi. Geht an die frische Luft. Pingel ist mir noch. Ich mach nicht mehr ins Haus. Ja, eben. Sonst macht er mir mal ins Haus. Das finde ich nicht cool. Was passiert? Nix. Okay. Oh, die Rüben sind fertig. Gut, dann gibt es Kohle ohne Ende. Was ist denn heute? Dienstag? Oh, ich glaube, da ist der Laden zu. Ah, das ist nicht gut. Alle Läden? Nee, aber der Laden, wo ich mir neue hier Pingpongs kaufen kann. Pingpongs? Ja, hallo. Ja, Saaten.
warten. Ja. Mhm. Ich fände schade, dass dein Rucksack so klein ist. Ja, wäre auch eine Anschaffung. Man kann sich auch einen größeren Rucksack kaufen. Mit wie viel Platz? Doppelt. Also 6. Oder man kauft sich diesen Erntekorb. Da passen 30 Sachen rein, dann kann ich das so mitschleppen. Dann kann ich da das alles reinfüllen. Und dann kann ich den Korb einmal auskippen. Dann ich wäre für den Erntekorb, aber das ist nicht meine Entscheidung. 5000 kostet der. Geht, genau, das ist nicht unsere Entscheidung. Das muss dann entschieden werden. 1, 2, 3. Ja, oh, sieht doch ganz, der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, auf jeden Fall kommt Geld rein. Oh, da wird eine Menge reinkommen. Jede Rübe gibt, glaube ich, 120 ungefähr. So viel doch. Mhm. Da könnte man sich fast ja dann schon fast doch eine Kuh kaufen. Wahrscheinlich wird das so sein. Ich kann auf jeden Fall nochmal Rüben anpflanzen. Oder halt die Bürste erstmal und dann die Kuh. Ja gut, das würde ich ja sowieso machen. Und ja, wir müssen ja eine Milchmaschine kaufen für einen Blödsinn dann. Das kostet ja ohne Ende Kohle. So, gegossen haben wir das Ganze auch. Ja, das fällt diesmal auch, ja. Okay. So. Das haben wir schon mal. Jetzt gehen wir nochmal nach unserem Lieblings-Listi-Pferdchen. Listi. Den könnte ich auch mal raustun über einen Tag. Wenn er will. Ja, das ist. Ich finde es ein bisschen blöd mit dem Schieben. Das tut mir auch leid. Hm, er reagiert nicht. Nein, geh raus. Gut, dass hier drin die. Ja. Die Zeit stehen bleibt. Ja, weil. Dann wäre jetzt schon wieder 1 Uhr. Pferd, lauf. Gut, alles klar. Pferdchen haben wir, klong, klong. Viel Spaß hier draußen. So. Man kann ja auch die Hühner nach draußen setzen, aber da traue ich mich irgendwie nie. Schon wieder mittags. Ah, weil ich mal gehört habe, die werden gerissen. Da müsste ich ein Gehege bauen und so, dann. Ist nicht so. Nee. Das Ei verkaufen wir dieses Mal, weil wir extrem viel Geld dann zwar nicht mitmachen, aber gut. Flom. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ein Ei so in eine Box zu schmeißen. Doch, doch, klar. Das sind übrigens gekochte Eier gleich. Könnte ich auch machen. Ich könnte Thermaleier könnte ich machen, wenn ich das in die heiße Quelle werfe, aber da wollte ich mich auch noch mal eine Stunde aufhalten irgendwann, weil wir jetzt sonst jeden Tag verschlafen wieder, weil wir uns eine kleinere Erkältung geholt haben. Pupuri ist leider nicht sofort hier, das ist natürlich schade. Aber wir hätten die Erntegöttin rufen können. Ah. Warum? Ach ja, hätten wir jetzt 5 Rüben geopfert und hätten uns die Erntegöttin erscheinen können. Dann hätte die uns so eine Powerbeere gegeben und das wäre natürlich spitzenmäßig. Ja, ja. Macht aber nichts. Wir werden wahrscheinlich noch genug anpflanzen. Müssen wir ja. Ohne Ende. So. Ja, jetzt gibt's gleich einfach nur 2 Blümchen. Einmal für Popuri, einmal für Ellie. Das wird ja dann so ein kleinerer Ausflug mit den Blumen. Ja. Ich kann ja nicht, wenn ich jetzt jeden Tag da schon die übelsten. Hallo, Karen! Hallo! Na, komm mal mit, Karen. Ich kann dir mal was geben hier. Und Kraut? Nee, die Bambussprosse kann ich dir mal geben. Die lag ja noch da rum. Hier, für dich. Danke. Entschuldigung. Gern geschehen. Ich fühle mich in meiner weiblichen. Deiner weiblichen Rolle eben. Ja. Ja, ich weiß. Ich kann auch die männlichen Parts übernehmen. Nein. Wir behalten das so bei, dass du die weiblichen Weibstimmen machst. Ich mache die sehr männlichen Stimmen, zum Beispiel Rick. Also die männlichste Stimme überhaupt. Ja, die ganz helle Stimme, die hat immer Rick. Hast du den? So, dieses Blümchen kriegt. Pupuri. Echt, steht hier auf Gelb? Hier steht auf alles. Nee, also nicht auf blaues Kraut. Psst. Das war ein Versehen. Hallölö. Dankeschön. Gerne. Was gibt's denn sonst noch? Gefällt dir die Farmarbeit? Ich finde sie langweilig. Gibt's sonst noch was? Das ist ein Geheimnis, okay? Was genau? Erzähl mir! Farmarbeit. Erzähl mir das Geheimnis! Oh, hallo, Ostra! Brauchst du etwas? Mann! Vogelfutter! Achso. Also Hühnerfutter hier in dem Fall. Ist auch nicht so teuer. Nein, aber ich brauche es auf jeden Fall. Nimm mal 11 Stück. 12, ja, dann hab ich genau 1000. Danke, komm bald wieder. Rick bringt alles in die Futterhütte deiner Farm.
Ist aber netter Transport. Hm? Willst du noch etwas kaufen? Nein, gerade nicht. Nun habe ich... Hühner verkaufen könnte ich auch, aber dann... Mein Körper ist nicht sehr kräftig und ich gehe nicht viel umher. Komm bitte zwischen mittags und 16 Uhr vorbei. Oh, du bist bla bla bla. Oh, sie hat sonntags frei. Ah, ja. Das ist ja nicht so schlimm. Darum geht's ja auch nicht. Das muss ja auch nicht alles wiederholen. Da steht ein Tür allein offen. Echt? Deren Hühner laufen raus. Ein freilaufender Hühner. Sehr freilaufender Hühner. Ich wollte noch einmal blaues Kraut an den Blitz schenken. Oh, du gibst es wohl nie auf. Nein. Hoffnungsloser Fall. Oh. Ah, Tratschlupp. Oh, einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Ich komme oft hierher zum Platz, wenn ich ein bisschen Zeit übrig habe. Ich denke, die hat immer Zeit. Ich habe zwar selten Zeit, aber ich liebe Orte, an denen die Leute zusammenkommen. Es macht Spaß, andere Leute Geschichten zuzuhören, nicht? Was soll denn dieser Blick? Natürlich höre ich auch mal anderen zu. Es ist nur, du sagst ja nie etwas, also muss ich immer selber reden. Das kenne ich. Die Frauen aus dem Dorf treffen sich zur Mittagszeit auf dem Platz. Es ist lustig, ihren Geschichten zuzuhören. Basil kann nicht mitreden, denn er redet immer nur über Pflanzen. Ich meine, aber Basil ist auch eine Frau, ja, oder? Ja, wollte ich gerade auch erwähnen. Ich meine, warum sollte er sich zu einem Treffen, wo nur Frauen sind, hinreißen lassen? Boah, es ist schon so dunkel irgendwie, ich weiß nicht. Du bist auch in den dunklen Wald gegangen. Guten Abend! Tada! Ach ja, das ist doch das Blümchen für Ellie. Hier, mein junger, kleiner Freund. Wow, danke schön! Gerne. Oh, warst du zu viel mit Rick unterwegs? Warum nimmst du seine Stimme? Wie steht's, wie geht's denn um die Trolle? Boah, der ist so gierig, ey. Das ist unglaublich. Ich meine, wenn ich dreimal blaues Krautgeschenk kriegen würde, würde ich auch nicht gleich ein Herz für dich hergeben. Oh doch! Wie alle Frauen! Nein! Einmal gucken, einmal die Blume in die Hand und dann schon ist alles. Einmal gucken, einmal spucken. Wow, was machst du denn hier? Es geht mir heute wieder nicht so gut. Ich glaube, das war ein ganz schöner Schulschwänzer früher. Boah, ohne Scheiß, nein, der hat irgendeine Krankheit. Danke dir, juhu. Aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Jeden Fall. Ich nicht. Oh, Ustra, was ist denn los? Hast du sonst noch was aufs Lager hier? Ich fühle mich einfach besser, wenn ich zum Arzt gehe. Sowas ist krankhaft! Ich meine, aber deswegen wegen Ellie oder wegen dem Arzt? Ja, geh besser wieder nach Hause. Stalkst du ihn jetzt? Ja. Sag das nicht so! Tut mir leid. Tja. Da ist nichts los. Hier ist auch gar nichts los. Wo ist denn Ann? Wo ist denn deine Tochter, Alter? Ich kann sagen, wo ist die Kleine? Egal. Ich rede eh so gerne mit den Leuten. Ich habe gar keine Zeit dazu. Du wirst nach draußen. Oh, Cliff, hi. Seit ich ins Dorf gekommen bin, überlege ich, was ich tun soll, aber ich kann mich für nichts entscheiden. Ich meine... Ich werde hier im Gasthof bleiben, solange ich das Geld habe. Ja, ja. Ja, ist auch eine gute Idee, aber ich meine... Irgendwann muss man sich mal entscheiden und... Warum guckt er immer so aggressiv? Warum nicht? Hinweis für das Pferderennen. Wann? Am Frühling, dem 18. ab 10 Uhr. Wo? Auf dem Roten Platz. Macht alle mit, der Bürgermeister. Den ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, das soll ich auch mal hingehen, weil irgendwie... Sonst denkt er noch... Nach 3 Jahren schmeißen die dich raus. Da bin ich mir ganz sicher. Gar nicht. Die wollen dich alle nicht. Die wollen mich alle. Pupuri will mich und Ellie will mich. Das sind auch alle. Ich meine, das Dorf. Alle, für die gewotet wurde zumindest. Ja. Um nochmal darauf zu lenken. Guck mal in unsere Stabskasse. Die wurde noch nicht abgeholt. Aber ich hab das alles reingeschmissen oder nicht? Oder war das gestern? Das war heute. Was ist denn morgen für ein Wetter? Sonne. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Echt? Hatten wir geguckt? Ja. Dann lasse ich alles draußen an Viechern. Ich weiß nicht, ob ich das Pferd reinholen muss nachts. Weiß ich auch nicht, aber... Machen wir mal besser. Ich meine, das wird ein Staatsakt. Und warum kommt der Typ nicht und holt die Sachen ab? Keine Ahnung, forscht. Hast du die alle daneben hat er gerade hingepinkelt? Ja, der jetzt guckt ja voll... Jetzt guckt er so... Du kommst aber auch immer zur falschen Zeit. Ah! Oh! Le Pferd! Sieh an, Listy wird schnell groß und stark und handsome. Go, 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 go. Soll es gegen die Wand laufen? Es sollte gegen die Wand laufen.
Ich meine, kannst du nicht einfach in den Go, Lusty, und, go! Nein. Pfeifen? Yeah! Naja, ging ein wenig besser. Hol mal den pinkelnden Hund. Nee, der pinkelnde Hund bleibt draußen. Der kann ruhig draußen bleiben. Das ist auch seine Aufgabe. Egal, was er immer macht. Er ist süß. Außer wenn er pinkelt. Ich meine, er guckte dich gerade richtig schuldbewusst an. Ja, wir haben wieder mal 2 Tage geschafft hier in Harvest Moon Back to Nature. Nächsten Sonntag gibt's dann mehr davon, auch von Mio. Und du darfst jetzt nochmal auf alles hinweisen, was vielleicht eventuell wichtig wäre. Kommentieren. Ich meine, für die Frauen. Richtig. Was wir pflanzen sollen. Auch das. Was wir kaufen sollen. Also an Nutztieren. An Nutztieren und eventuell auch die Bürste halt. Bürste, Rucksack oder den Vorratskistenkorb. Genau, Bürste, Rucksack, Vorratskistenkorb. Nutztiere sind nicht mehr sind immer noch abzustimmen. Es ist noch die Entscheidung zwischen Kuh und Kuh. Ja. Also zwischen Kühen und Schafen. Außerdem gibt es natürlich noch Namen für die Tiere. Das heißt, das wäre auch noch interessant, wenn euch da was einfallen würde, was ungefähr, ich meine, 7 Buchstaben oder so, ungefähr 7 Stück, kann man die, glaube ich, benennen, ja, bin ich mir sehr sicher. Dann schreibt es doch rein. Ich nehme jeden Blödsinn, ist mir völlig egal. Ja, klar. Ist ja nicht meine Entscheidung. Sonst vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es dann mehr für mir gleich nochmal in der Übersicht, das, was schon gewotet wurde. Und dann seht ihr auch, warum ich Popuri und Ellie im Moment ein bisschen mehr Blümchen schenke und die anderen Frauen ignoriere. Also, bis gleich in der Übersicht. Sonst nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. So, das war unsere Folge Harvest Moon Back to Nature, die 5. Und hier in der Übersicht sehen wir nochmal ganz schnell, wo unsere Herzen denn so schlagen. Ja, also mittlerweile haben wir 2 Herzen für Popuri, also 2 Kommentare. 1 immer noch für Ellie und jeweils 1 für das Huhn und die Kuh. Wobei wir das Huhn schon gekauft haben, wie ihr gesehen habt, weil es einfach relativ billig ist, man gut damit Geld machen kann. Also hier nochmal die Frauen und die Nutztiere, dafür könnt ihr euch, also... Für die Nutztiere könnt ihr euch Namen nochmal ausdenken, da wird es einige geben. Sonst, ob wir nicht doch eher noch Schafe kaufen wollen, vor den Kühen eventuell. Und natürlich, ob man nicht noch eine andere Frau hier angraben darf. Das alles dann, wenn ihr kommentiert in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.